Gerade einmal 18 Jahre. Was für ein Alter. Und dabei schon 5 Kämpfe unter Profiregeln. Das ist meine Ansage. Hier von Yasin Key aus dem Team Black Scorpions Mannheim. Mannheimer körperlich fast einen Kopf größer. Ja. Muss nichts heißen, wir wissen das, aber die Black Scorpions in Mannheim sind bekannt für ihre sehr gute Ausbildung. Ich bin gespannt, welches Feuerwerk wir hier erwarten können. Die sind auch können. Bekannt dafür, dass die saumäßig hart trainieren. Das ist ja das Nächste. Also das Team gibt es schon sehr, sehr lange. Das gesamte Team ist auch sämtlichen Profi- und Amateurveranstaltungen landesweit vertreten. Aber der 18-jährige Yasin Key kommt hier wirklich ruhig und systematisch in den Cage, lässt sich hier nicht beeindrucken. Und Igor Čaković hat jetzt hier schon die ersten Schwierigkeiten. Ja, schau dir das an. Wow, aber was für ein wildes Gefecht hier. Yasin weiter, verhält sich hier ruhig, boxt aus der langen Distanz, macht das wirklich gut, er überhastet hier nicht. Hat und keine Angst, stellt sich seinem Gegner. Čaković versucht in die Halbdistanz reinzukommen, aber da sind auch schon die Kniestöße von Yasin Key. Das macht er sehr geschickt. Sobald er näher rankommt, ist das Knie nach oben. Ja, gute Fäuste auch hier von Yasin durch die Mitte. Der arbeitet hier wirklich gut mit langen Fäusten. Und auch die Frontkicks, die der bringt, haben bislang schon ein paar Mal ihr Ziel gefunden. Also Čaković wirkt hier etwas überrascht von dieser Power, die ihm hier entgegensteht. Aber genau das, was er gerade macht, sollte eigentlich gut für ihn funktionieren, dass er sich eben Yasin an den Ring stellt, an die Ecke stellt. Jetzt gab es ja auch nochmal versehentlich einen kurzen Tieftreffer. Und weiter geht's. Und Čaković jetzt hier mit einer schönen 1-2-Kombo. Aber er wird hier in die Ecke reingedreht und kann das Knie gerade noch blocken. Ja, und auch Igor Čaković bekommt hier nochmal die Anweisung, er soll mehr Low-Kicks machen, er soll seinen Gegner hier wirklich lahmlegen. Aber Yasin Key, wirklich solide. Der Druck hinter den Kicks von Igor natürlich ein bisschen wuchtiger als die von Yasin. Aber Yasin hat das sehr geschickt gemacht in der ersten Runde. So ist es. Distanzgefühl super eingestellt. Das Timing war super. Offener Schlagabtausch, keine Angst gezeigt. Also ich freut mich zu sehen. Ja, Igor boxt gut in der kurzen Distanz, seine Haken treffen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn er diese Schlagkombos mit den Seitwärtshaken noch etwas mehr mit Low-Kicks mixt, dass er hier noch bessere Punkte machen kann. Aber er muss sich wirklich in Acht nehmen. Der 18-jährige Yasin Key vom Black Scorpions in Mannheim ist echt nicht zu unterschätzen. Also das ist echt stark, mit was für einer Performance der hier reinkommt. 5 Kämpfe hat er schon. Und der Mann hat noch viel vor sich, wenn er so weitermacht. Jetzt muss noch mal der Mundschutz eingesetzt werden. Das kostet noch mal ein wenig Zeit. Aber beide Kämpfer sind jetzt ready. Und wir sehen die zweite Runde des Kampfes. Kurzes Shake Hands und los geht's. Oh, Front High Kick ausgepackt. Beide versuchen es wieder hier mit Innen Low Kicks und jetzt kommt Čaković nach vorne. Versucht es hier mit den Seitwärtshaken. Er arbeitet sich mit den Low Kicks rein und packt dann diese Seitwärtshaken aus. Das sieht schon gut aus. Aber die gingen bislang noch auf die Deckung. Jetzt beschwert er sich gerade, dass einer der Tieftreffer oder einer der Innen-Low-Kicks ein Tieftreffer gewesen ist. Oh, die rechte hat gesessen. Wow, harter rechter Haken von Čaković. Damit hat der Yasin einmal durchgerüttelt. Der muss hier schleunigst aus der Ecke raus. Da steht er brandgefährlich, wenn er nicht hier die Möglichkeiten hat, einen Konter anzusetzen. Und auch die Fans sind natürlich jetzt hier. Oh! Das gibt es nicht! Spinning Heel Kick zum Kopf. Der packt einfach einen Spinning Hook Kick aus und schickt Igor Čaković auf die Bretter. Muss angezählt werden.
Der die beißt, Zeitlupe will ich bitte nochmal sehen. Der beißt hier die Zähne zusammen und der ist noch im Spiel, aber das hat richtig geklingelt. Jetzt hat Yassin die Möglichkeit, hier nochmal einen draufzusetzen. Darf jetzt aber auch gleichzeitig nicht überhasten. Er darf jetzt nicht unkontrolliert werden. Das macht er aber auch nicht. Schöne lange Boxkombis hier und er trifft auch. Der trifft auch wirklich. Du meine Güte, und jetzt kommt auch nice. Igor Djakovic wieder zurück. Gibt nicht auf. Igor mit zweimal die Rechten im Ziel. Beide Kämpfer drehen den Sommer richtig aufs Gas. Und er trifft noch einmal. Es war zwar nur ein Streifschuss. Aber Yassin Ki landet einen Spinning Hook Kick nach dem anderen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das gibt es doch nicht. Oh. Und der nächste sitzt. Der Low Kick ging nicht. Eine Drehung mit dem nächsten Heel Kick hinterher. Also das Chapeau. Zwei Highlights, bitte. Zeigt uns das bitte in der Zeitlupenstudie. Also, das ist wirklich eine Symphonie der Zerstörung in feinster Ästhetik, die dieser 18-jährige Mannheimer hier aufs Parkett bringt. Hier sehen wir nochmal die Haken von Igor Djakovic, die treffen. Und da ist dieser Spinning Hook Kick. Nice. Sauber, auf sauber mit der Ferse aufs Kinn. Aber mit was für einer Präzision. Du meine Güte. Der erste war schon wirklich hart. Damit hat der Djakovic angeklingelt. Und okay, dann, also mit dem Punktabzug, glaube ich, kann man durchaus die Runde dem 18-Jährigen aus Mannheim geben. 100%. Es ist die Frage, ob es eine 10:9 oder nicht sogar eine 10:8 Runde ist. Ja, normalerweise gilt bei Knockdowns, gibt noch ein zusätzlicher Punktabzug. Das heißt, für Igor Djakovic wird das Eis jetzt gerade richtig dünn. Oh, aber auch interessant für uns. Das heißt, die dritte Runde muss noch mal ein bisschen was zeigen. Ja, Djakovic muss jetzt wirklich alles auf eine Karte setzen. Und er hat auch zum Ende der letzten Runde gezeigt, dass er noch mal aufdrehen kann. Auch wenn er hier solche furchtbaren Treffer mit einem Fersendrehschlag aufs Kinn kassiert hat. High Kick knapp verfehlt. Und Djakovic wieder im Vorwärtsgang. Er muss hier Druck machen, er muss die Distanz verkürzen und hier diese Bomben anbringen. Vielleicht schafft er hier nochmal ein Comeback, das wäre wirklich eine Sensation. Und er macht auch weiter Druck, er macht weiter Druck. Er versucht es hier, aber er muss auch Wirkungstreffer machen. Er kann jetzt in der dritten Runde nicht mehr auf Low Kick setzen. Er muss hier wirklich Schadenstreffer machen, nice. Und entweder Lebertreffer oder zum Kopf gehen. Kurze Mahnung, nicht wegdrehen. Jetzt geht es für Igor Djakovic um alles. Yassin Ki muss diesen Kampf hier weiter aus der Langdistanz führen und seinen Gegner hier in der Distanz halten. Das gelingt ihm gerade ganz gut. Die Frontkicks passen da perfekt in den Schlachtplan rein, aber da kommt der nächste Angriff. Knie zum Körper, Low Kick. Und da dürfen die Kämpfer nicht zu weit auseinander gehen. Da muss man direkt versuchen nachzusetzen. Ist natürlich in der dritten Runde schwierig, das hier vom Kommentatorenpult aus zu sagen. Wenn man aber mal überlegt, was die Kämpfer hier schon konditionell abgerissen haben, dann ist das schon wirklich schwierig, hier nochmal aufzudrehen. Beide zeigen jetzt aber nochmal und packen alles aus, was sie in der Reserve haben. Meine Güte, ist das ein Fest. Und die Rechte von Djakovic trifft nochmal, aber auch die Kicks von Yassin Ki finden wieder ihr Ziel. Er wird schön tief geatmet, die letzten Sekunden. Ganz, ganz schwierige dritte Runde. Djakovic versucht es nochmal im Vorwärtsgang, fällt aber wieder in den Clinch. 10 Sekunden noch, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Wow. Das ist das, was Djakovic machen musste. Er muss zeigen, was er kann. Eventuell selbst mit einem Niederschlag punkten. Absolute Top-Leistung von Yassin Ki mit diesen Spinning Backkicks oder Spinning Hookkicks in der zweiten Runde. Und das in so einer schönen Aneinanderreihung. Das werden wir uns zum Move auf die Weg machen. Wahnsinn. Also mit chirurgischer Präzision hier die Ferse gedreht aufs Kinn gebracht. Also den jungen Mannheimer möchte ich gerne künftig öfter auf Veranstaltungen sehen. Der steht für bestes Entertainment hier aus dem Hause Black Scorpions. Wird es gereicht haben? Denn die dritte Runde, um ehrlich zu sein, gebe ich Igor Djakovic. Das ist jetzt schwierig, ja. Die erste Runde, weiß ich nicht. Ist die relativ zweite Runde ausgeglichen war gewesen, eindeutig. Ja.
Also wirklich nicht einfach. Ja, wir haben Kampf Nummer 5 und wir kommen natürlich auch hier zur Urteilsverkündung. Wir haben erneut eine einstimmige Entscheidung und der Sieger, er kommt aus der blauen Ecke. Verdient gereicht. Verdientes Ding. Der junge 18-Jährige aus Mannheim, Yasin Kühl, gewinnt durch eine furiose zweite Runde diesen Kampf gegen Igor Djakovic.